Guten Morgen, Tag Nummer 3 hier in Bad Mitterndorf. Ich habe heute noch keinen Plan so recht, aber das soll nichts heißen, weil auf jeden Fall geht es heute zum Barfußpark und ja, bei so einem schönen Tag draußen wird mir sicher was einfallen, aber jetzt geht es einmal ab zum Frühstück. Zum Barfußpark. Jetzt werden wir dem Franz ein bisschen helfen. So, als jemand, der natürlich auch zur Barfußparkfamilie gehört, schickt es sich auch ein bisschen mitzuhelfen. Und nein, ich wurde nicht eingeteilt, ich habe mich freiwillig dafür entschieden. Und ich finde, das gehört ja auch dazu, diesen wunderbaren Park hier instand zu halten. Und der Franz könnte eh viel mehr Hilfe gebrauchen. Da ist es doch für mich natürlich klar, dass wenn ich da bin und dies einrichten kann, dann helfe ich natürlich gern. Wirklich wunderbaren guten Einkehrpause gehe ich jetzt mal runter zum Barfußpark. Ich hoffe, das wird was, weil jetzt zieht es doch ein bisschen zu. Könnte sein, dass es dann auch ein bisschen regnet, aber wie gesagt, ich gehe mal runter, mache noch ein bisschen was und da freut sich der Franz sicher. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was tun. Ja, ein bisschen was ist ja doch weitergegangen, nachdem ich heute am Vormittag gemäht habe und jetzt da am Nachmittag die Feinabstimmung gemacht habe. Und ja, ich hoffe, dem Franz ist ein bisschen geholfen. Er war auf jeden Fall sehr dankbar und hat sich sehr gefreut. Ich habe das aus freien Stücken gemacht, das möchte ich schon dazu sagen. Und ja, es hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich verstehe schon, was da für Arbeit dahinter ist, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn ich da bin und ich habe Zeit, dann kann ich gern was tun. Macht überhaupt nichts. So. Das Training bleibt auch im Urlaub nicht aus. Jetzt machen wir noch ein Joggerl. Und sich schon mal wieder geistig von der Gegend verabschieden. Naja, schade. Aber ich komme wieder. Lauftraining absolviert, naja, geht besser, aber die Füße waren ein bisschen schwer von gestern. Nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt noch bewegt und es zählt. Ja, jetzt geht es dann ab zum angenehmeren Teil, nämlich jetzt wartet wieder die sportliche Belohnung. Schauen wir mal, was ich mir heute gönne. Aber auch heute wieder ein ereignisreicher Tag. So, liebe Leute, jetzt muss ich mich sogar noch entschuldigen, denn ich habe es jetzt recht lustig gehabt. In meinen, ich nenne es jetzt mittlerweile schon Stammlokal da in Bad Mitterndorf und habe dann ja keinen Vlog mehr gemacht. Schade eigentlich, weil es war sehr lustig und war wirklich sehr toll. Und ja, habe mich wieder sehr wohl gefühlt dort im Lokal. Ja, ich habe mir eine große Portion Spaghetti Bolognese gegönnt. Das hättet ihr ruhig sehen können. Also das war so ein Berg. Aber ja, wie gesagt, ich habe es leider dann verabsäumt. Aber ja, der Tag war auch so irrsinnig, irrsinnig schön. Ja, also ich habe es heute wirklich genossen, beim Barfußpark ein bisschen was zu tun. Und das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was die Leute hier wirklich leisten, also der Franz und der Luis und alle, die da halt mitwirken, ja. Und wie gesagt, ich habe das wirklich vom Herzen gern getan und ich hatte auch heute keinen Plan bei der Hand, ja, das muss ich schon sagen. Und ich mache die Facebook-Seite für den Barfußpark und wenn ich dann da bin, dann genieße ich das schon, ja, also
auch zum Beispiel mit dem Franz dann essen fahren. Das ist immer sehr interessant, weil er kennt halt wirklich Orte, die ich noch nicht kenne und wo ich mir jedes Mal denke, wow, super. Und seine liebe Enkelin war auch auf Besuch. Das war auch sehr, sehr herzig und sehr nett. Und ja, wir waren sowieso am ersten Tag, war der Franz, seine Frau, die Enkelin und ja, Matthias, der Sohn, dabei. Und es war schon ganz super. Oben was essen, dann ein paar die Uno spielen. Hat schon gepasst. Ja, ihr habt es dann eh gesehen. Ich habe dann halt noch, ich habe am Vormittag gemäht mit dem großen Mäher und am Nachmittag habe ich die Feinarbeit gemacht. Ich hoffe, das passt. Ich hoffe, der Franz freut sich. Der konnte dann so mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen. Und ja, nachher war ich noch laufen. Und jetzt halt eben, ja, zu Abendessen. Und ja, morgen geht's wieder zurück in die Heimat. Das ist sehr schade. Es ist immer mit sehr viel Wehmut verbunden, wenn ich da den Ort wieder verlassen muss. Aber ich komme ja wieder. Und wer weiß, vielleicht ist es ja schon im September soweit, ja. Gut. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch einen Vlog mache vom Heimfahren. Ich glaube, das lasse ich mal, weil da gibt es nicht viel zu berichten. Und sag halt jetzt mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das ist so ein Format, wo ich euch zumindest nicht auf die Nerven gehe. Aber es gibt auf jeden Fall super Videocontent eben mit der Wanderung aufs große Dragl. Da könnt ihr euch schon freuen. Ja, ich mache mal jetzt noch einen schönen Abend. Lasst den Abend schön ausklingen. Werde morgen nochmal gut frühstücken und dann heißt's zurück in die Heimat. Arbeit wieder aufnehmen. Also im Sinne von Berichte fertig machen. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, ja. So wie wir das Logo jetzt gemacht haben und ja, ich am Weg, Wandern mit Peter, bleibt nicht stehen. Ich werde mich durchprobieren in sämtlichen Formaten und hoffe, dass euch das gefällt. Und ja, wenn es euch gefällt, dann werde ich auch, wenn ich das nächste Mal wohin fahre, einen Reisevlog machen. Aber gut, für heute sage ich mal, wie gesagt, danke fürs Reinschauen. Das war's von mir. Ich lege mich jetzt nieder und wünsche euch viel Spaß mit dem, was ihr jetzt gerade macht. Und ciao, ciao.